Warum muss Gouverture temperiert werden? Das ist wegen der Kakaobutter, die in der Gouverture ist. Hier haben wir verschiedene Kristalle, nennen wir das, und die müssen zuerst aufgelöst werden und dann nennen wir das stabile Kristalle, wollen wir, damit die Gouverture glänzt. Also ist eine Wissenschaft, aber ausschlaggebend ist die Kakaobutter. Wenn sie nicht temperiert ist, dann kann es sein, dass die Schokolade, die Gouverture, grau wird. Wie warm sind die Verarbeitungstemperaturen bei Gouvertüren? Weiße Gouvertüre wird zwischen 30 und 31 Grad temperiert, Milchgouvertüre 31 bis 32 und die Zartbittergouvertüre zwischen 32 und 33. Das sind Richtwerte, es kommt immer ein bisschen auf den Schokoladenhersteller an. Worauf musst du achten, wenn du Gouvertüre oder Schokolade einfärben möchtest? Hier ist es wichtig, du musst pulverfarbige Lebensmittelfarben verwenden, keine flüssigen Lebensmittelfarben. Wenn ein Tropfen Wasser oder flüssige Lebensmittelfarbe in die Gouvertüre oder Schokolade kommt, wird die sofort fest. Das ist ein häufiger Fehler, darum Pulverfarben, die fettlöslich sind. Das und vieles mehr findest du in meinem Online-Kurs auf siebenhaupten.com.